Ende. Für alle, Wenn schon die. halbherzig, dann richtig. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht wissen, warum wir das sagen, guckt euch einfach das Finale unseres Let's Plays Canon Lynch 2 an. Das Ende ist sehr sehenswert. Sehr, Fantastisch, sehr ja. awesome. Wortverdächtig. Wir haben ja schon zwei, drei Mal jetzt den DLC erwähnt und das ist auch so ein heikles Thema bei Mafia 2, denn man muss de facto sagen, so wie das Spiel ausgeliefert wird, ist es eigentlich nicht so richtig fertig. Es wurde sofort DLC nachgereicht und soll wohl auch noch weiter nachgereicht werden. Ja, also nicht, es wirkt nicht unfertig, sage ich es mal so. Aber es ist ganz offensichtlich so geplant, dass sie DLC direkt nach Release nachliefern konnten, weil jetzt ist das Spiel nicht mal einen Monat auf dem Markt und es gibt schon den ersten DLC, und der auch gleich 8 € kostet. Der heißt Jimmy's Vendetta. Und da hast du dann so einen freien Modus drin und eher dieses Open World, kleinere Nebenmissionen machen. Da nimmt dann wieder die Story, geht dann wieder da einen Schritt zurück. Was für mich so ein bisschen auch an der Zielgruppe vorbeischießt, weil wenn ich Mafia spiele, dann will ich gar nicht dieses Open-World-Zeug, ich will eine gute Story, eine gute, wenn auch lineare, gut inszenierte Kampagne. Ja, Was, ja. es wurde schon angedeutet, dass man eventuell nochmal mit, ich sag mal jetzt mal, mit Hauptcharakteren auch im DLC zu tun hat oder so, aber man weiß halt nicht, wie das eingebunden ist oder Ja, so. das ist also zum Teil fühlt man sich da halt ein bisschen betrogen, weil da zahlt man Vollpreis und hat dieses Spiel, was 10 Stunden lang ist. Und in der Hälfte dieser 10 Stunden fährst du eigentlich nur Auto, weil du immer von Ziel zu Ziel am Rumgurken bist in der Stadt, was am Anfang auch noch echt atmosphärisch ist, aber zum Schluss geht's halt schon auf die Nerven. Vor allem, weil Ja. es auch immer recht lange Fahrten sind. Verstehe. Und mit 50er Jahre Automobilen ist das so eine Sache. Wobei, es gibt sehr schnelle, es gibt sehr coole Fahrzeuge auch. Ein Stichwort: Hot Rod. Oh ja. Ja, der Jimmy, den man im ersten DLC spielte, soll dann auch noch in weiteren DLC-Paketen auftauchen und so. Wir werden abwarten müssen, wie das sich noch entwickelt. Ja, geht auf unseren Blog, schaut euch da meine ausführliche Review an. Richtig. Sagt uns eure Meinung zum Spiel. Richtig, und vielleicht abschließend von 20 abgetrennten Pferdeköpfen, die im Bett liegen, wie viel würdest du Mafia 2 letztendlich jetzt doch noch geben? Das ist schwierig. 14. 14. Es ist immer noch ein spielenswertes Spiel, aber wie gesagt, man muss wirklich auf Story und Atmosphäre stehen. Auf jeden Fall können wir abschließend sagen, dass es besser ist als der Pate 2, denn das Spiel könnte ich nicht mit 14 abgetrennten Pferdeköpfen bewerten. Ja, also wenn ihr Mafia spielen wollt, einen Mafiosi spielen wollt, gibt es momentan nichts Besseres. Außer vielleicht den Four King. Diese Woche gab es noch ein zweites Spiel, das ich gespielt habe, und zwar Metroid Other M für die Wii. Ich habe ja die Vorgänger nicht gespielt, weder die Prime-Trilogie noch die NES und SNES und Gameboy-Teile. Von daher ist das jetzt mein erstes Metroid, das erste auch, was von Team Ninja entwickelt wird, den Machern von Ninja Gaiden und von Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Aber ich finde es richtig gut. Ich weiß nicht, hast du ein Metroid gespielt? Ich hab in die Prime-Reihe reingeguckt und fand die auch gut und atmosphärisch und gute Spiele und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie überhaupt nicht meine Art Spiel. Also ich hab die gespielt, hab erkannt, dass es gute Spiele sind und hab dann gesagt, ja, aber muss ich nicht haben. Für mich ist Metroid so eine Reihe, zu der ich einfach keine Verbindung habe. Und die jetzt noch aufzubauen, könnte vielleicht schwer werden. Wobei ich gehört habe, du hast gerade betont, dass du vorher kein Metroid gespielt hast, dass das bei Other M vielleicht ein Vorteil sein könnte. Denn Kritiker dieses Titels bemängeln oft gerade, dass es im Vergleich zu anderen Metroid-Teilen nicht so gut abschneidet. Ja, also im Wesentlichen wäre ja Other M diesen Zwischenschritt
zwischen diesen alten 2D-Metroids und den neuen 3D, der neuen Prime-Trilogie schaffen und halt so ein Mix aus Retro und modernem Gameplay kreieren. Und das schafft es eigentlich auch ganz gut. Also du bist die meiste Zeit halt in so einer Side-Scroller-Perspektive. Also du bewegst dich oft auf einer 2D-Ebene mit ein bisschen Tiefe. Und dann kannst du mit deinem Schwung der Wiimote in die Ego-Perspektive wechseln und hast dann halt diese klassische Prime-Ansicht, in der du dann rumziehen kannst, aber in der kannst du dich nicht bewegen. Was sicherlich auch daran liegt, dass das Spiel ohne Nunchuck funktioniert. Also im normalen Modus hältst du die Wii wie so einen klassischen NES-Controller und hast halt auch nur dieses Zwei-Button-Interface. Und das klappt auch alles ganz super, bis auf die Sprungmechanik, die ist mir ein bisschen zu unruhig. Also da verpasst man auch ganz zum Schluss noch den einen oder anderen Sprung. Ja, die First-Person-Perspektive wird ja noch für eine andere Sache genutzt, nämlich, oh Wunder, Wimmelbildspiele, dass man de facto in der Ego-Perspektive Hinweise suchen muss. Und ja, auch der Detective-Modus von Arkham Asylum lässt grüßen und so weiter. Funktioniert das? Ist das gut umgesetzt? Ist das spaßig oder? Na, es ist so ein Streitpunkt, bei dem viele sagen, sie sitzen da wirklich dann 10 Minuten und wissen nicht, was das Spiel will, auf das man dann nun zeigt. Meist ist es aber so, dass irgendein NPC vorher was sagt und du anhand dessen halt ungefähr weißt, okay, wonach du suchen musst. Ich habe darin nie länger als 2 Minuten verbracht in dem Modus, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die 2 Minuten jetzt die Hammer-Spielerfahrung haben, die ich in jedem Spiel haben muss. Also das hätte man auch getrost rauslassen können. Das ist wahrscheinlich dieser gezwungene Ersatz für das Scan von der Prime-Trilogie, das man ersetzen wollte. Aber naja. Aber ich habe gehört, die anderen Mechaniken sollen gut funktionieren. Kämpfen, man kann kontern, man kann sicherlich auch die klassischsten aller Samus-Manöver sich in Ball zusammenrollen und Bomben legen und was weiß ich nicht alles. Ja, gerade letzteres wird dann halt oft benutzt, um in Geheimgänge zu kommen, weil man kann auch wieder ganz viele Sachen sammeln, zum Beispiel die maximale Anzahl der Raketen, die man tragen kann, erhöhen oder das Leben erhöhen, sowas wie Herzcontainer bei Zelda. Und ja, die Kämpfe sind so der zentrale Punkt, die Kämpfe und das Erkunden der Raumstation, in der man unterwegs ist. Bei den Kämpfen ist es so, dass Samus automatisch zielt, wenn du schießt. Also darum muss man sich nicht kümmern, aber man kann, wenn man die Schusstaste gedrückt hält, den Schuss aufladen und man kann kurz bevor der Gegner seinen Angriff landet, in eine Richtungstaste drücken und dann weicht Samus aus. In diesem Ausweichmanöver füllt sich auch dein Schuss komplett auf und du kannst dem Gegner eine voll aufgeladene Plasmasalve ins Gesicht drücken. Und das macht schon sehr viel Spaß, vor allem wenn man dann auch zwischendurch diese Finishing Moves hat, wenn ein Gegner jetzt so ein bisschen ja, gedazed ist sozusagen, dann kann man herangehen, Schuss drücken und dann macht Samus so einen God of War-mäßigen Finishing Move und hält dem Gegner ihre Waffe unter dem Kopf. Also es ist ein bisschen martialischer, als ich jetzt gedacht hätte, aber andererseits bei Team Ninja Ja. nicht so verwunderlich, aber auch nicht ganz auf diesem Grad, also. Klingt auch nach Manövern, die nochmal eine Ecke mehr Spaß machen, wenn man dabei noch ganz laut BÄM ruft und sowas. Also die wahrscheinlich großen Spaß machen. Einer der ja auch Streitpunkte, aber vielleicht auch eine der Stärken von Metroid Other M ist ja, wie das Spiel erzählt wird, beziehungsweise was es erzählt. Erstmal von der Präsentation abgesehen, wie sieht's aus mit Story? Wie gehen wir mit Samus um? Was erfahren wir? Ja, also das Spiel begrüßt einen schon mit einer Zwischensequenz, die ein paar Minuten geht und in der man von Samus ein bisschen was erfährt. Aber die grundlegende Story ist erstmal, dass sie einen Distress Call erhält und der kommt von so einer Forschungsstation und dort begibt sie sich halt hin und will halt gucken, was hinter diesem Call steckt. Das ist so ein Hilferuf und dort trifft sie auf einen Squad, was wohl schon eine Änderung ist im Gegensatz zu anderen Prime Spielen, bei denen Samus hauptsächlich alleine unterwegs ist. Hier schließt sie sich diesem Squad an und nimmt Befehle an von dem Commander, den sie auch aus ihrer Vergangenheit kennt und der auch eine wichtige Person in ihrem Leben war. Und generell spielt die Vergangenheit von Samus eine große Rolle und sie erzählt auch immer in Monologen, was so damals passiert ist und reflektiert viel über die Ereignisse. Also von dem, was in der Prime-Trilogie war, nämlich dass sie gar nicht redet, ist es jetzt so, dass sie ganz schön viel redet, aber auch nicht zu viel. Ich finde es eigentlich sehr erfrischend, dass sie jetzt auch nicht so einen Badass-Charakter daraus gemacht haben, wovon es schon
zigtausend gibt, auch wenn sie jetzt ein weiblicher Badass-Charakter ist, sondern dass die sich wirklich eher anfühlt wie eine richtige Person. Okay, daraus schließe ich, dass die inneren Monologe auch nicht Max Payne-Style gehalten werden. Nee. Der Regen peitschte wie ein unendlicher Hagel an Dreizack und so weiter. Ja. Ich meine, ich kann auch auf einem wesentlichen Level verstehen, wenn man sich darüber beschwert, weil halt so ein bisschen das Mysterium um Samus Aran verloren geht. Aber andererseits finde ich so einen Charakter, wie halt Samus vorher war oder wie Gordon Freeman zum Beispiel ist, der halt gar nichts sagt, der ist dann auch irgendwie gar kein Charakter. Das stimmt, die Ansicht vertrete ich auch, dass also ich finde das immer sehr albern, wenn Leute sagen, ja, Gordon Freeman ist einer der besten Charaktere überhaupt in der ganzen Videospielgeschichte. Er ist kein Charakter, er macht nie das Maul auf. Du weißt nicht mal, wie er zu den ganzen Ereignissen steht. So viel wie wir über... Er könnte ein Nazi sein. So viel wie wir über Gordon Freeman wissen, könnte er sich privat wie Duke Nukem aufführen. Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen nur, dass er aussieht wie Hugh Laurie. Wie Hugh Laurie mit Brille, ganz richtig. Und das ist auch schon alles, was wir wissen. Das gilt natürlich auch für andere Charaktere. Ich sag jetzt mal Master Chief, Link, etc. etc. Aber hier wird offensichtlich in eine neue Richtung gegangen bei Metroid Other M. Und du hast mir zumindest erzählt, dass du die eigentlich sehr erfrischend findest. Wie sieht's aus mit der Präsentation? Unterstreicht die das? Sieht das Spiel gut aus, atmosphärisch aus? Liefert es, was ich so gerne Momente nenne, so denkwürdige Augenblicke? Ja, sehr schöne Kulissen teilweise. Also du bist zwar immer auf der gleichen Raumstation, aber die hat halt mehrere Ebenen, in der so verschiedene Umgebungen simuliert werden. Da gibt es eine Lavalandschaft, eine Eislandschaft und eine Dschungellandschaft und dann halt diese Raumschiff-Passagen, wo es auch mal wirklich aussieht, als wärst du in einem Raumschiff. Und in allen gibt es mindestens einen visuellen Höhepunkt und sei es ein riesiges Bossmonster, davon gibt es nämlich auch ein paar, die nicht nur gut inszeniert sind, sondern auch teilweise recht knackige Kämpfe bieten. Also Metroid Other M ist jetzt nicht so dieses casual, super einfaches Spiel. So ab und zu stirbt man da mal schon und muss ein bisschen sich die Muster der Gegner einprägen. Das ist auf der Wii ja schon mal ein Fortschritt, wenn es nicht casual ist. Es kommt auch nicht mit einer DVD, die einen die Steuerung erklärt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Skandal! Ja. Metroid Other M erhält eigentlich auch gute Kritiken, aber eben nicht durchweg gute Kritiken, weil zwischen diesen ganzen 8 und 9 und Famitsu gibt 35 von 40 und so weiter, gibt es dann immer mal so eine Kritik, die komplett nach unten ausschlägt, wo man dann davon ausgehen muss, das ist vielleicht ein Metroid-Fanboy gewesen, der mit den Änderungen jetzt so nicht zufrieden war oder so. Ja, naja, es ist ja mit Sicherheit kein perfektes Spiel und ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie die Prime-Trilogie ist. Ich habe sie mir bestellt, ich werde sie nachholen. Weil jetzt bin ich auch interessiert in die Metroid-Serie, also zumindest das hat Other M schon mal geschafft. Aber es ist halt auch ein sehr gutes Action-Adventure, mal rein von einer Perspektive, die nicht die Prime-Trilogie kennt. Es ist halt kein Metroid Prime. Das muss man sich wahrscheinlich klar machen, bevor man sich das Spiel holt. Es ist von einem anderen Team entwickelt worden. Ich finde sehr erfrischend, dass es mal ein Nintendo-Spiel ist, was eine Story hat, die zwar durchaus ihre Klischees hat, aber die generell interessant ist und auch ein paar unerwartete Twists bietet. Und ja, also ich würde davon auch noch einen Nachfolger spielen, wenn der wieder von Team Ninja kommt. Ja, das wurde bereits gesagt, dass wenn ein Nachfolger kommt, dann nur von Team Ninja. Das ist von Nintendo offensichtlich so gewollt, weil die nach Meinung von Nintendo da sehr gute Arbeit geleistet haben. Von dir gibt's also so wie ich das gehört habe, eine Empfehlung? Ja. Sehr schön. Und wir freuen uns alle darauf, uns bald wieder in einen kuscheligen Morphball zusammenzurollen und mit ein paar Bomben den Metroids ordentlich einzuheizen. Und wenn ihr eine detaillierte Review sehen wollt, dann geht auf unseren Blog keepmythology.de. Das war's auch schon wieder mit dem Random Encounter für diese Woche. Vergesst nicht, auf unserem Blog vorbeizuschauen unter geekmythology.de und vergesst auch nicht, unsere Videos auf YouTube zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren und auch unseren iTunes-Channel zu abonnieren und dort Rezensionen zu schreiben. Und für Leo und für mich, wir sagen ciao. What the fuck is happening?